So, Place Order. Oh, und der Tag fängt an. Da ich nichts zu tun habe, kann ich jetzt doch mal kurz die Leichen wegmachen. Du da hinten wolltest irgendwas haben, aber ich kann nicht so weit lesen. Shopping, Shopping, Shopping. Genau. Ich habe euch im Auge. Ich sehe, was ihr... Hat er doch einfach mal eine Eisenschuhe dagegen geworfen. Komm her. Du, dahin. Hoffentlich kann ich meinen Roboter später so programmieren, dass er auch die Vandalen ein bisschen anbrutzelt. Nicht töten, aber so ein kleiner Elektroschock dafür, dass sie Unsinn bauen, ist, glaube ich, gerechtfertigt. Panzer sind hier drüben. Ich habe echt nur eine Hose bestellt. Menno. Dieb. Also nicht auf der Tür Dings da töten, weil sonst kann ich sie nicht looten. Aber so ist in Ordnung. Hose dahin. Das fehlt für die Quest noch. Alles. Sollte ich aber auch alles vorrätig haben? Ja. Bumm. Pfeile? Nee. Ich hatte mir ja schon vor kurzem überlegt gehabt, dass ich nicht sofort immer alles ersetzen sollte. Weil ich halt viel zu viel damit hin und her laufen bin, sondern erst Sachen ersetze, wenn sie fast leer sind. Wie zum Beispiel die Plattenhandschuhe. Also bestelle ich jetzt, wo sie gerade akut sind, die Plattenhandschuhe da. Und davon dann einfach mal ein bisschen rein. 3, 6, 12 Stück. Go. Thank you. Keine Liebe? Keine Liebe. Und immer noch nicht so wirklich. Also so toll verkaufen sich die Plattensachen gerade nicht. Die Plattenhandschuhe sind gerade hot. Das hätte ich mir vielleicht vorher angucken sollen. Bitte. Also die Hot-Items regelmäßig angucken. Dann hätte ich vielleicht davon ein paar mehr verkauft inzwischen. Aber jetzt kommen hier sehr viele hier hin und sind voll scharf auf Plattenhandschuhe und dann kriegen wir keinen. Wollen wir deren Plattenhandschuh-Lust mal befriedigen? Hier. Pum, pum. Also müsste ich den Preis dafür eigentlich jetzt in die Höhe treiben, oder? Ja, ist mir eigentlich ein bisschen zu viel Micromanagement, also jetzt gerade tagsüber Preise noch anzupassen, je nach Hotlage. Weg. Schulterpanzer waren vorne. So, Gürtel sind wieder hinten. Da kann man dann auch nicht durchgehen, fällt mir gerade auf. Wenn die Gegenstände auf dem Boden liegen. Oder das war gerade ein Glitch. So, bitte, bitte irgendwo da hinten stapeln. Hast du nicht Pfeile in Hand? Komischer Kauz. What the fuck? Warum sagen die das? Das sind auch die Randalen, die so komisch fluchen. Ich guck mal mit Blick Richtung Dingens hier hin. So, die beiden kann ich jetzt dual wischen, richtig? Genau, kommen bei beiden Wölkchen. Praktisch, praktisch, praktisch. Weg, weg. Und der Tag ist auch gleich um. Fehlt noch. Plattenhosen. Komm schon, Plattenhosen. Irgendjemand Plattenhosen kaufen. Schuppe, 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 schuppe. Währenddessen kann ich mir schon überlegen, was ich jetzt in der nächsten Nacht mache. Ich denke, ich werde nicht genug zusammenbekommen, um einmal hier noch zu erweitern. Außerdem hätte ich auch gar nicht genug Angebot. Also ich denke, das werde ich erst machen, wenn ich zum Beispiel das Magier-Equip oder das Liebes-Equip ebenfalls auf Tier 1 gebracht habe. Momentan ist das ja noch auf Tier 0. Das heißt, es wird erstmal hier wieder alles aufgefüllt in der Nacht. Dann habe ich hoffentlich noch Gold über. Mit dem Gold könnte ich dann... Ich brauche hier nicht mehr Ausstellungsfläche, fällt mir gerade auf. Naja doch, ich brauche auf jeden Fall noch Platz für
Ne, Dingensbummens. Moment. So. Ich brauche auf jeden Fall noch Platz für die Eisenhandschuhe und Eisenschulterpanzer. Die sollten ja eigentlich nicht hier vorne im Laden sein. Vorne im Laden ist ja für anderer Kram angedacht. Also momentan Standardausrüstung und Diebeszeug. Diebes und Magierzeug. Zwei Diebe. Und sogar Plattengürtel. Pfeile stehlen könnt ihr sogar glatt noch durchgehen lassen, aber da war gerade eine Axt. Wo ist die Axt hin? Hier ist die Axt. Ah, okay. Das war auch in den Patch Notes. Also vorher war es wohl so, wenn Gegenstände fallen gelassen werden und sie landen irgendwie zwischen Dingen. Also entweder hier bei den Regalen oder Waffenhalterungen oder aber auch in der Mauer. Dann sind die vorher verschwunden. Was natürlich recht ärgerlich sein kann. Das wurde jetzt aber gefixt. Und wenn irgendwas durch die Welt durchglitscht, dann landet es automatisch im Spielerinventar. Was echt nett ist, dass es gefixt wurde so schnell. Du. Da. Heiltränke werden komplett leer gekauft. Die rüber. Ja, auch fast leer. Boah. Und ich mache eigentlich 30% bei jedem Gegenstand Profit. Müsste ich da nicht langsam ein bisschen mehr Gold haben? Oh, 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 oh. Kürze. Also müsste ich nicht ein bisschen mehr Gold haben. Weil ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich in der Nacht wieder alles einmal komplett kaufen kann. Na, wobei, die zwei Hände und die extra haben sich nicht so gut verkauft. Das war schon mal eine ziemliche Investition. Die muss ich jetzt nicht nochmal tätigen. Ich muss nur das hier voll machen und die, das wird teuer. Ja, Pauldrons 12 Stück. Eisenschuhe 12 Stück. Bestell die schon mal. Also Eisen. Da. 12 Stück für den Tisch, den ich jetzt drüben in der Kriegerabteilung aufstelle. 12 davon. Ne, den Stern habe ich bestimmt auch keine mehr. Davon ein paar, davon ein paar, davon ein paar. Handschuhe hätte ich dann auch noch. So, 6000 erstmal. Aber ich habe ja noch Zeit, bis die Nacht kommt. Wenn man Zeit hat, kann man leicht beseitigen. Oh, Schilde sehe ich gerade. Ich habe keine Schilde. Und auch nicht so viel Auslagefläche für Schilde. Doch, ich habe ein Schild. Okay. Und theoretisch habe ich Platz für 2, 4, 6, 8, 10, 13 Schilde. Sollte reichen. Das war gerade ein Newbie-Streuner. Du. Ist kaum Ausrüstung, aber Pfeile. Hier stapelt sich's. Jetzt habe ich zweimal bestellt ein paar Sachen. Aber ist nicht schlimm. Weil wenigstens Backup. Da wird ja was geklaut. Ich kann mir das so richtig gut vorstellen. Wie der Ladenbesitzer aus seinem Fenster raus guckt. Und dann nach die Mauschauer hält, gerade seinen Laden verlassen haben. Entweder das oder Hammer schwingt oder Schwert schwingt, die den hier läuft. Ja, reparieren zwischendurch, ist richtig. Bum, 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 bum. Ja, hier ist fast nichts. So, was wollte ich gerade einlagern? Ich wollte gerade die Handschuhe einlagern und die Helme. So. Da nichts mehr. So, Schuhe kamen hier drüben hin, aber da brauche ich erstmal die Nacht, um die Tische aufzustellen. Schulterpads genauso. Wurfdolche kann ich schon mal hinbappen. Bapp, 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 bapp. Gut. Feuerresistenztanks sind komplett leer. Da brauche ich mehr von. Gürtel und Handschuhe sind komplett mehr. Brauche ich mehr von. Na.
Also, Ledergürtel, Lederhandschuhe, Lederschuhe, Schilde, Chests, 12 Handschuhe, davon recht viele, 13 waren es, glaube ich. Leather Gloves, Leather Boots, Belts, Plate, Frostresistenz fehlten, glaube ich, 9. Ich glaube schon. 9. Heiltränke hatten wir auch nicht genug. So. Ein paar davon. Und Tür ist zu. So, bestell die mal und dann gucken wir, wie viel Gold über ist. Derweil putze ich hier ein bisschen und stell die Tische auf. Nein, nein, nicht so teures Zeug. Ich baue jetzt mal einfach so ein Bot. Ja, stell den mal da hin. Achso, ist noch nicht freigeschaltet. Okay. Das brauchte 100k-Punkte, die ich bestimmt nicht habe. Oh, doch, die Quest hat richtig viel gebracht. Okay, hier, Engineering. Ja. So, und jetzt zeig mir, wie teuer das Ding ist. 450. Required for a single helper bot. Plop. Habe ich jetzt ein Helperbot? Ich glaube, so funktioniert das nicht. Ich glaube, das ist nur eine Dockstation. Ich müsste jetzt trotzdem noch den... Ah, hier. Was? For Loyal Companion, Bold Traveler. MK3 Steam Harbot. Brauche ich doch mal einen davon, einen davon, einen davon. Bestellen. Und guck dann mal, wie ich die programmiere und so. Das ist doch schon mal interessant. Dann die Handschuhe stopfe ich mal kurz hier rein. Und jetzt die Tische. Die wollte ich ja eigentlich aufstellen, ne? Aber was? Scroll, 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 scroll. Hier. Und zwar am... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die da jetzt rankommen. Aber die scheinen ja doch recht fuselig zu sein, überall ranzukommen, die Käufer. So, gib mir jetzt. Ich habe das alte Problem mit der Platzierung. Ah, nee, hier komme ich hin. Das ist gut. So, die wären sicher. Hier kann ich. Oh, hier kann ich sogar hinterlaufen. Sehr gut. Hätte ich bei den anderen Tischen im Hauptraum vielleicht auch machen sollen. So ein kleines bisschen nach vorne. Sieht dann zwar nicht ganz so toll aus und ein bisschen mehr Platz weg, aber ist doch irre praktisch. Wow. Mir Bot und Zeug und so. Aber so wirklich viel Plus war das jetzt nicht. Also beziehungsweise ich habe das, was ich am Plus gemacht habe, sofort wieder investiert. Einmal in Auffüllung von Ware, wobei das nicht wirklich eine Investition ist. Aber die Tische. Die Tische und der Bot plus die Bot-Halterung, das ist halt meine Investition. Verzählt? Nur war noch ein... Ach, ein Schild war über. Also, war noch da und dann, ne, deswegen passt es nicht. Und dann kann ich das hier einfach hier hinten hin tun. Plopp. So. Schuhe waren hier. Die gehen irgendwie nicht wirklich gut weg. Ja, will keiner haben. Kann man die Lederschuhe. Komm, platziert den bitte noch. So. Auffüllen, dann können wir auch hoffentlich gleich mit dem Roboter anfangen. Gleich. Nein. Schip, 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 schip. So. Ich denke, ich werde den Roboter nutzen, um die Regale automatisch auffüllen zu lassen. Dann kann ich mich um das Diebe töten und putzen kümmern und der Bot halt um Regale füllen. Muss dann aber auch immer alles vorrätig haben, ne? Also in größeren Mengen. Das könnte ein bisschen eng werden. Waffen noch. Dich und... Dich? So, wo ist der Bot? Da. Blub. Bot-Menü. Press F. Ich hab F. Achso. Hä? Okay.
Was tust du? Was hast du gemacht? Hä? Hast du den Nährstern platziert? Ah, da ist das. Okay. Ich sehe nichts. This helper is currently in retrieve state. Currently requires 25 Gold Minute. Restock State. Das heißt, muss ich ihm das alles geben? Okay, so wenn ich jetzt Restock mache, müsste ich ihm alle Heiltränke geben. Na, mal gucken. Dann bestätige ich jetzt einfach mal von allem noch mehr. Heiltränke, mehr davon. Ist gerade die Tür aufgegangen? Oder was war das für ein komisches Klick-Klack-Geräusch? Der Rest geht. Oh doch, hier. Wieder. Place Order. Und weil gleich eh wieder Morgen ist und es alles langsam ist, kann ich jetzt schon mal die Tür aufmachen. Und wir haben es Herbst. Ein Druidenhut, ja, definitiv. So, Engineering Book. Sind die für mich oder zum Verkaufen? Du hast nichts zum Restocken, ja. Dazu müsstest du mit den Kunden reinkommen. Oh, fertig. Gib. So. Du. Was? Wie jetzt? Nein, Bot. Hast du jetzt einfach irgendwo das hingebaut, oder wie? Ja. Och, Menno. Das ist jetzt nicht so wirklich toll. Also, unser Bot weiß noch nicht, wo was hingehört. Und er tut es einfach auf das nächstbeste Feld, was er finden kann. Ja, das ist sehr logisch von dir. Und so Zeug. Aber sieht nicht schön aus. Na gut. Nee, ist nicht gut. Mach, geh in Idle-Modus. See if that passt. Nee, ist mir zu teuer alles. Ja, du musst erstmal noch warten. Weil ich will schon, dass es alles einigermaßen seinen Platz hat. Das heißt, ich nutze die Roboter später nicht zum Restocken, sondern zum Diebe töten und putzen. So, das Plattenzeug kommt mit, das muss nach hinten. Ja, Bot, keine Ahnung. Heiltränke gleich hier am Eingang. Pah. Gehören ins Regal. So. Schilde können hier noch mit hin. Oh, sieht das schick aus. Genau so muss das aussehen, Bot. Alles zupft in Ordnung. Schwerter. Einmal sieht es natürlich schöner aus und ich weiß auch besser, wie gerade der Bestand ist. Wenn einfach alles überall hingeklatscht wird, dann haben wir irgendwann überall nur Handschuhe liegen oder Arschloch. So, haben wir halt manche Güter mehr, manche weniger und ich weiß halt nicht, welche ich nachbestellen soll. Und so habe ich mit einem Blick, ich habe jetzt 6 Brustpanzer. Hätte Bot das wegsortiert, dann wäre wahrscheinlich die Hälfte der Brustpanzer hinten gelandet und ich müsste dann komplett rumlaufen, bis ich irgendwas finde. Und ich habe keine Brustpanzer. Bau bitte davon welche. Go. So, das Engineering Book. Kann ich das irgendwie hier nutzen vielleicht? Achso, erstmal bräuchte ich wieder eine neue Quest. Ja, nimm das da für die 2 Hände. Gold earned 633 pro Minute. Das ist ordentlich. Ich könnte noch was freischalten. Rich Customers, das klingt nicht schlecht. So. Vielleicht reduziert das hier auch das ganze Rumgeschmeiße. Weil jetzt die Leute alle ein bisschen mehr Gold haben sollten, dann haben sie auch kein Problem mit 130% zu zahlen. Stelle ich jetzt an. Steam-Werbung? Secrets of Steam, ja, es ist Steam-Werbung.
Und die Scrolls hatte ich ja vor einer Weile schon mal Müll gefunden. Sind also einfach auch ein reguläres Verkaufsding. Aber warum nicht? Dann tu die doch mal dahin. Tu die mal dahin. Damit wir eine etwas größere Palette haben, ne? Du, da, so. Och, Bot, was hast du getan? Weg damit. Böses Bot. Böses Bot. 600 Gold. Wir haben noch 40 Sekunden, dann fängt der Tag an. Ich mache nochmal einen ganz kleinen Trip hier rüber zum Müll. Weil ich immer noch die Hoffnung habe, irgendwo ein Super-Duper-Item zu finden. Aber es ist kein Super-Duper-Item, es ist ein ganz normaler Gürtel. Da. Außerdem ist es eine ganz nette Beschäftigung zwischendurch. So ein kleines Extra-Einkommen mit einem Random-Faktor drin. Besser als den ganzen Tag in der Bude zu hocken. Hier, Holzschuhe. Das klingt sehr bequem. Und ja, ich weiß, dass früher Schuhe. Aber ja, klingt top. Das ist neu. Baum. Und dahin. So, Tagesansturm beginnt. Das heißt, jetzt müsste auch die Gold pro Stunde hochgehen, richtig? Oder ist es den ganzen Tag verteilt gewesen? Also, reichere Kunden ziehen wohl auch mehr Diebe an. Wer hätte das gedacht? Und je nachdem, wie der Tag jetzt läuft, kann ich drüber nachdenken, ob ich die Preise auf 140% hochschraube. So, Quest war für Zweihandschwerter und die will gerade keiner. Krieger hätten gerne Buckelschild, habe ich nicht. Diebe hätten gerne Lederschuhe. Lederschuhe? Habe ich noch vorrätig, aber ich bestelle jetzt am besten schon mal ein paar neue, wobei die nicht so viel wert sind. Ja, ich bestelle 10 Stück. Ja, Kauf, zwei Hände. Kauf, zwei Hände. Das ist jetzt so 35, steigt schön. Mehr. Was bist du? Achso, sind drei Unschuldige. Das könnte sein, ja. So, wie schaut mein Shop jetzt aus? So, Sex Appeal, immer noch 63%. Das ist nicht so schön. Da muss ich mir was einfallen lassen. Oh, die Statue. Was ist mit der Statue passiert? Also mit der Quest. Jetzt hier erstmal kurz die Lieferung hier und dann schaue ich mich um, ob die. Ah, die war wahrscheinlich im Baumenü. Da kann ich sie jetzt nicht sehen. Okay, was für die nächste Nacht zum Gucken? Plattenschuhe. Kaufe ich einzelne Lederbrüste? Die. So, ich brauche mehr Plattenhosen. Sonst ist hier alles ruhig. Ja, Stiefel sind sofort ausverkauft. Und ich mache die Preise einfach mal höher. Plus. Also die Stiefel jetzt zumindest sind bei 140%. Und ist gerade ein Dieb abgehauen, wer es jetzt gesehen hat. Ich hoffe, man hatte nichts allzu Teures dabei. Wir am Laufen. I am so well. Ja, das ist schön. Oh. Das hat Stil. So, gib mir die neueste Lieferung. Mit Plattenhosen. Sieht irgendwie so leer aus hier vorne. Aber nö, ist okay. Oh, die Die Wild Rose-Dinger gehen endlich mal leer. Also Wild Rose, Leder, Handschuhe und Gürtel. So.
Gürtel, da. Davon ein paar mehr. Oh, da, die gehört. Nee, ich meine, Brüste klauen. Noch einer? Ne. Der, oh, Shop Appeal 53%. Ja, du darfst jetzt doch mal einspringen. Du bist im Pickup-State. Und ich hoffe auch gleichzeitig Putz-State. Nein! Minus 319. Jetzt laufen die alle weg. Bot, wo bist du? So, ich muss gucken, was Bot macht. Gar nichts. Jetzt solltest du aufstehen, das aufheben. Und was machst du denn damit? Willst du einfach Momentar? Ist jetzt auch nicht so das Wahre, ne? Das heißt, ich müsste dann regelmäßig zu ihm gehen und die Sachen aus seinem Inventar rausholen. Ja. Also hält sich in Grenzen seine Funktion. Aber, ne? Das ist ein kleines bisschen Automatisierung, die hilft. Angestellte wäre noch schön. Aber ich denke, das kann man in dem Spiel nicht erwarten. Also bisher zumindest nicht. Ich hoffe aber auf jeden Fall, dass da noch mehr Content kommt. Und das jetzt nicht, weil es eine Release-Version ist, dass es dann alles einschläft. Aber das Spiel hat echt viel Potenzial. Es macht ziemlich Spaß. Es braucht nur mehr Inhalt. Also jetzt nicht nur mehr Ausrüstung zu verkaufen, sondern auch mehr Perks, mehr Skills. Ganz neue Gameplay-Feature, wie zum Beispiel Angestellte oder mehr Bot-Funktionen. Stimmt, ich habe auch noch einige gar nicht gesehen. Also den Cauldron zum Beispiel noch gar nicht aufgebaut und den Grinder und auch den eigenen Abenteurer, weil es gibt Angestellte, was ich gerade so schön vorgeschlagen habe. Das gibt es ja schon, auch wenn er primär wahrscheinlich nur losgeschickt wird, um Gegenstände zu finden. Den werde ich jetzt nicht hier mit dem Besen in die Hand irgendwo hinstellen können. So, einmal Heiltränke voll. So. Plattenhandschuhe haben sich heute gar nicht verkauft. Lederschuhe trotz 140% komplett weg. Und ich bin mir bewusst, dass ich gerade alle Preise auf 140% gestellt habe. Also alles, was ich jetzt einmal aufhebe und wieder hinsetze, wird abgespeichert mit 140%. Das heißt, eventuell wird morgen nicht ganz so viel verkauft. Aber damit kann ich leben. Weil ich meine, wir haben sie jetzt abends und trotzdem kommen noch relativ viele Kunden. Und ich mache halt noch mehr Profit. Gold, 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 Gold. Und wir haben anscheinend keine Schilde mehr. Warum sagst du, I'm looking for a wooden shield und es sind noch wooden shields da? Sogar eine ganze Menge. Also ja, keine davon bestellen. Pfeile, einfache Schwerter und Wild Growth Tränke hatte ich eigentlich schon bestellt. Genau. Ein Regal voll grüner Tränke. Sogar einer frei geworden. Gürtel brauche ich nicht ganz so viel, aber gut. Schultern waren hier vorne. Nee, waren sie nicht. Haha, die waren da. Haben sie auch nicht so viele verkauft. Blub. Schuhe auch nicht so ganz. Ja, die Ecke hier hinten ist auch ein bisschen extravaganter. Das ist ja nur für die Kriegerabenteurer und auch nur für die. Unbedingt weg. Also nur für die Kriegerabenteurer und auch nur für die höherstufigen Kriegerabenteurer. Weg, 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 weg. Gut. Hab ich da noch was? Ja, gleich wieder auffüllen, damit mein Inventar nicht so voll ist.
Gut. Throwing Stars werden wahrscheinlich auch ausverkauft sein. Nö, fast gar nicht. Irgendwie scheinen die Diebe nicht ganz so viel zu kaufen in letzter Zeit, also die Streuner. Ich habe das gehört. Genau, gleich aufgeben. Danke, Bot. Auch wenn ich dafür nicht unbedingt jetzt 25 Gold die Stunde, die Minute ausgeben sollte. Aber ne, so ein kleines bisschen Luxus kann man sich ja gönnen. Weg mit dir. Und was sagen die K-Punkte? Du. K-Punkte 30. Hier habe ich jetzt inzwischen alles gekauft. Nächster Schritt für mich wäre... Oh, die bestehen weniger für nur 15 Punkte. Das klingt sehr, sehr gut. So, das hätte ich schon mal. Und... Floormats sorgen dafür, dass der Dreck aufgesaugt wird. Ja. Heißt dann weniger Arbeit für mich. Aber 80 Punkte dafür ausgeben, ich weiß ja nicht. Weil das geht recht schnell. Die Leichen sind das Hartnäckige. Ich denke nicht, dass die Floormats die Leichen aufsaugen. So. Ich werde jetzt aber eine kleine Pause machen und ich hoffe, dass ich dadurch nicht wieder einen Tag überspringe. Also wir haben es jetzt, Tag 11. Und solange ich die Tür nicht aufmache, bleibt es hoffentlich auch Tag 11. Aber das ist wieder for Science. Also bis gleich.